Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornissennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Hallo zusammen, es geht weiter mit Uncharted 4 The Thief's End. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich. So, ich bin ja hier mit meinem Bruder und unserem gemeinsamen Kollegen Sullivan. Wir haben dieses Kruzifix, der heilige Dismas heißt das ja, mittlerweile gestohlen. Und jetzt sieht es so aus, als müssen wir hier irgendwie abhauen. Verdammt! So. Und jetzt komme ich hier nicht weiter. Ah, ich muss das scheinbar lesen, Gott. Hm? So, der sieht mich also nur. Nur komm, kann ich nicht weiter hier? Komm, tschüss. Jetzt, ah ja. Sozusagen zum Üben gewesen, würde ich mal behaupten. Kommst du da rum? Ja. So. Wieso gehst du jetzt da lang? Ich will jetzt aber da lang. Nicht aufs Dach, darüber, ja. So, und jetzt will ich da oben hochklettern. Komm, wo geh doch rum. Jetzt da hoch. Oh, da oben ist einer. Kann ich den entsorgen? Jo, kann ich. So. Ich kriege mal lieber außen rum. Nicht, dass ich da reinkrieche und die. Vielleicht muss ich da oben rein und die sehen mich dann nachher mit ihrer Taschenlampe. So. Komme ich da eine Etage tiefer, ohne abzustürzen? So, jetzt muss ich wahrscheinlich da hinten rüber. Ich soll dem Licht folgen. Das Licht geht da drüben rum. Da vorne ist eine Laterne. Laterne sag ich schon. Wie heißt das? Was zum Rüberhangeln nehme ich an. So, komm. Hauptsache, er stürzt mir jetzt nicht ab, der Kerl hier. Ja, super. Aber ich habe Glück gehabt. Ich hatte schon Angst, dass er mir ganz abstürzt. So, jetzt da hoch. Bitte, komm. Musst du da hoch? Krafttaste, da muss man ja lassen. Na. Ist da einer drin? Nee. Aber ich muss jetzt wahrscheinlich an die olle Stange da. Na komm, Mensch. Da kommt da einer, ne. Komm, ne, jetzt guck doch mal da drüben hin, nur jetzt. Noch ein Stückchen, damit ich hange, damit ich schaukeln kann. Der Winkel sollte passen. Und der Sprung müsste theoretisch auch funktionieren. Komm, zack, zack. Oh, bitte. Macke. Halt, halt, nicht schießen. Ich hab mich verlaufen. Wie haben die mir jetzt gesehen, die Erbsen? Verdammt. Die Erbsen hier. Nathan, was ist los? Nein! Die schießen auf mich. Ich wollte ja Waffen mitnehmen. Ich weiß. Aber wie haben die mich jetzt auf die Schnelle gesehen? Da komm ich raus. Oh, komm rüber. Na, sag mal. Ich wollte einmal rüberspringen. Wieso machst du das nicht? Darf ich da nicht hin? Doch jetzt. So, und jetzt muss ich. Puh. Kann ich da ab? Kann ich da runter? Ohne abzurutschen. Gut. Geduckt bin ich automatisch. Sehr gut. Sehen die mich da mit ihrer Lampe? Nee. Vermute mal. Ich muss. Ich muss wahrscheinlich da außen irgendwo rum ins Gebäude. Waffen habe ich jetzt keine, auch wenn er gerade irgendwas gesagt hat. Mit Waffen mitnehmen wäre gut gewesen. Da unten rum ist wahrscheinlich Quatsch. Ne, da ist nur Felsen, da stürzt sich ab. Komm rein und tschüss. Hier ist mal halb in Sicherheit. Bitte auch wachen. Auf jeden Fall kann ich da dem Licht unauffällig folgen. Nutzen Sie das Gras. Merda. Se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. Kann ich erledigen? Den knirsch. Oh, das kann ich. Erledigen kann ich. Das wusste ich nicht. Sehr gut. Ich darf wahrscheinlich noch keinen Alarm geben. Sehr gut, Odi. Ich bin unterwegs. Verschaffe mir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Ich bin noch geduckt. Aber Waffen. Oder kann ich. Ne, abluten kann ich die Jungs dann, oder? Nach Waffen, ne. Aber
Wahrscheinlich muss ich jetzt hier irgendwie rum. Gucken. Das geht. Da hauen die Leute alle ab, würde ich sagen. Wer ist das? Also kommen wieder die Jungs mit der Taschenlampe. Ich muss wahrscheinlich da jetzt wieder. Ich muss wahrscheinlich da oben rüber und hoch, ja. Das ist meine schwere Vermutung. Kann ich da irgendwie hoch? Nee, da komme ich nicht hoch. Komme ich da hoch? Ne, auch nicht. Das ist auch zu hoch. Oh, jetzt ist aber schwer. Boah, wo muss ich denn? Muss ich denn lang, ohne gesehen zu werden? Die sehen mich doch sofort, oder? Ich bin noch geduckt. Da ist zu viel Licht, oder? Boah, es hieß ja, folge den Scheinwerfern. Muss da wahrscheinlich hoch, geht nicht anders. Kommst du hoch? Ganz hoch komme ich nicht. Komm ich da rüber? Komm, rüber. Komm nicht. Und nur. Oh, eine Etage tief ist aber doof. Wie muss ich denn so runter hier? Es ist aber schwierig. Komm ich da auf das Dach rüber? Nein, nicht springen, also genauso. Ich hatte schon Angst, dass er mir abstürzt. Da bin ich tot, glaube ich. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier außen rum irgendwie hangeln. Aber ich wüsste nicht, wo ich hinspringen soll. Nicht so wirklich. Ich muss wahrscheinlich da rüber, auf die andere Seite. Komm! Nathan, nun komm doch hoch. Mit deinem dicken Bauch hier doch. Kann ich das springen, oder bin ich dann tot? Ich probier's nochmal. Bin ich tot? Ja, bin ich tot. War ein Versuch wert. Ich muss wahrscheinlich weiter nach oben. Schade. Schade. Oder ich muss da oben hoch. Da ganz hoch vielleicht. Ja, das wird sein. Ich muss da hoch. Ich muss jetzt hier rum. Oh, der darf mich nicht sehen. Da sind ja zwei Leute. Ich muss da komplett hoch. Oder noch einmal tiefer. Noch gucken. Ne, tiefer ist wahrscheinlich blöd, oder? Komm ich da irgendwo hoch? Ne, da komme ich nicht hoch. Ich muss da oben aufs Dach wahrscheinlich. Ja. Also, die Jungs mit der Taschenlampe sind jetzt weg. Ich muss jetzt hier hoch. Zack. Ich bin zu weit. Eins tiefer, bitte. Komm, eins tiefer. Nathan! Und jetzt darüber. Komm. So, jetzt muss ich hier rum. So, rum muss ich jetzt da. Das habe ich nicht gesehen, dass ich hier hoch kann. Weil ich nur auf die Taschenlampen-Jungs geachtet habe. Jetzt muss ich da wahrscheinlich durchs Fenster durch. Vielleicht finde ich da ja auch noch eine Waffe. So, jetzt hoch. Naja, einmal abgestürzt ist ja nicht so schlimm. Das passiert ja bei dem Spiel wahrscheinlich noch öfter. Komm rein, na. Ja, perfekt. Okay, alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Hoffentlich. Kann ich hier irgendwas finden? Ist hier noch irgendwas Interessantes, was ich lesen kann? Nee. Oder sagen, die Grafik auf dem PC, die ist ja super, aber ich könnte mir vorstellen, dass auf der PlayZ noch besser ist alles. Zumal das Spiel ja für die PlayStation gemacht worden und optimiert worden ist. Ja, mehr kann ich nicht als hier raus und ich kann auch nichts Interessantes mehr klauen. Nee, geheime Stücke finde ich hier keine. Oh, Scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Ja! Oh! Alter, muss ich mit jetzt. Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Muss ich mit jetzt kämpfen? Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Sonst würde ich. Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Mal gucken, ob ich kämpfe. Na los, Nick. Oh, ich kann gar nicht so kämpfen wie, Versuch. Wie im Gefängnis. Er war geschenkt. Für Sie. Ich kann gar nicht richtig kämpfen. Warum nicht? Also, raus? Ich nicht. Komm her.
Ich kann gar nicht kämpfen. Okay, Moment. Ich habe ein schönes Astrolabium zu Hause, kaum benutzt. Ich mache Ihnen einen fairen Preis. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe noch etwas Jetlag. Ich kann gar nicht. Unentschieden. Jetzt kann ich wieder ein bisschen kämpfen, aber nicht so wirklich. Die Funktionalität, die ich in dem Gefängnis hatte, habe ich nicht. Warum auch immer. Das ist Absicht. Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Wisst Sie, Sie zerstören viele teure Sachen hier drin. Wenn Sie nicht aufpassen, werfen die uns raus. In meiner Gesäßtasche. Wo ist das? Dann ist es wohl in der anderen Hose. Das war für die Zeitverschwendung. Jetzt habe ich verkackt, oder? Ich verspart es. Ach so, ich hätte handeln müssen. Das war gemein. Wo ist das? Ja, super, bin wieder tot. Und jetzt bin ich wieder halb draußen. Bin ich wieder halb draußen, na Gott. Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt hier? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzunehmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich habe eine Knarre. Bis gleich. Da komme ich nicht hoch, Ballsaal. Da bin ich ja gerade rausgeklopft. Kann ich nur drüber springen wahrscheinlich. Darf jetzt nicht gesehen werden. Das kann ich jetzt ja hier nur hoch. Nein! Oh, ist... Da komme ich nicht hoch. Kann ich darüber springen wahrscheinlich nicht. Ist auch zu tief. Zu tief und zu hoch. Gute Frage ist, kann ich da springen wohl? Da anlaufen vielleicht von dieser Plattform? Darüber, das probiere ich mal. Könnte funktionieren, da an den. Also an die Wand vielleicht nicht. Probier's aber mal. Nee, reicht nicht. Das ist ein Klump, dass man das nie so sieht, wo man hin muss. Okay, ich bin am Wagen. Ja, und zum Teufel steckt. Ja, ich stecke fest. Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzunehmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber beeilt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich habe eine Knarre. Bis gleich. Jetzt hänge ich hier fest, ja. Ich weiß nicht, wo ich lang soll, ganz ehrlich. Da komme ich nicht lang. Nee. Und runterlassen David mir auch nicht, bin ich tot, habe ich ja festgestellt. Ich kann ja nur darüber, aber von hier aus kann ich auch nicht springen. Das klappt doch nie im Leben von dem Winkel, oder? Ach, das geht jetzt wieder. Der Winkel geht komisch. Sehr komisch. Da dran. Nein! So. Komm, nee, einmal nach vorne. Hab ich jetzt ja Glück gehabt. Ob die Stange reißt, ist nicht, wenn ich die schaukel. Und los. Komm ich da hoch? Ja, ein bisschen. Ein Stückchen komm ich da hoch. Komm. Nee, da darfst du nicht hoch, oder was? Oh Mann, ey. Runter auch nicht. Ich muss da aber hoch. Alter. Lass zu. Zu den Senior. Was machst du? Ah, das musste so sein, alles klar. Nathan! Fang! Halt, was? Oh, Mist. Ich hab sie! Und jetzt? Wo komme ich jetzt hoch irgendwie? Lucky, du hast... Gut gemacht! Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon.
Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Ach, das meint er mit rundem Schild. Gott, jetzt wie komme ich hier hoch? Haha. Wo komme ich jetzt? Kann ich da einfach runter? Nee, bin ich tot. Wie zu hoch ist das? Oh. Komm hoch. Und die runde Stange wieder. Komm, Nathan. Machst du mal die runde Stange, mein Freund? Oder die, warum steckst du eigentlich die Pistole nicht weg? Verstehe ich nicht. Könnte ich wirklich nicht tot sein, wenn ich da runterfalle, aber wahrscheinlich darf ich da gar nicht runter, oder? Moment. Muss ich da runter die abluten, vielleicht die Herren, die leuchten. Eine Idee? Der schnellste Weg führt durch den Ballsaal. Du hast gesagt, er ist abgeriegelt. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Kann ich ihn von hier töten wohl? Ich weiß nicht. Muss wahrscheinlich gleich weg. Das war ein Bauchschuss oder Brustschuss, wie auch immer. Jetzt muss ich da wieder irgendwie rüber. Wahrscheinlich, weil hier komme ich nicht weiter. Muss ich da wahrscheinlich runter? So. Jetzt muss ich da rüber. Komm, Sprung! Kann ich da hoch? So, abluten, mitnehmen. Oh, der andere war da drüben tot, da werde ich nicht hinkommen, oder? Aber da muss ich wahrscheinlich hin zu dem anderen Knüllig. So, hier geht's nicht hoch. Puh. Ja, muss ich darüber springen. Da muss ich hier, den habe ich hier drüben getötet. Muss ich hier raus. Muss ich den noch abluten, der liegt doch hier. Liegt doch hier im Gemüse irgendwo. Ah, ne, kann ich nicht abluten. Aber da ist ein Kollege. Kann ich die Stealth erledigen? Wahrscheinlich. Ich hoffe, die kann ich Stealth erledigen. Wo ist er hin? Hm? Jetzt. Zu spät. C'è niente laggiù. So, erledigt. Heimlich und leise, Gott. Abluten kann ich die nicht mehr, weil ich ja voll mit Munition bin. Muss ich hier wahrscheinlich runter irgendwie? Hä? Wer sieht mich denn da? Und ich sehe jetzt hier gar nichts. Jetzt bin ich wahrscheinlich falsch, oder? Ich muss da unten sind die Autos. Da muss ich wahrscheinlich wieder hin. Bin ich da tot, wenn ich da runterfalle? Ich denke mal, ja. Das heißt, ich springe da mal lieber rüber. Oh, komm da rüber. Komm rüber. Nathan, noch ein Stück rüber. Und muss ich wieder hoch? Nee, ist doch Quatsch. Dann muss ich. Soll ich wieder hoch? Nee, das ist doof. Was passiert, wenn ich falle? Bin ich wahrscheinlich tot. Komm, warum komme ich auch nicht? Und da bin ich. Und da bin ich. Da muss ich da wahrscheinlich hoch, oder? Lässt er mich denn da hoch? Na komm, darf ich da hin? Nee. Komm, nee. Da ist er mich auch nicht hoch. Warum nicht? Ich bin da gern. Bisschen. Jetzt bin ich hier drin. Na gut, vielleicht ist das sogar gut. Ich soll ja unauffällig dem Licht folgen. Ich glaube, hier bleibt nichts anderes übrig. Das ist wieder ein Bauchschuss, Kollege, komm. Da ist noch einer, den habe ich nicht gesehen. Wie sind denn da? Habe ich eine MP? Ach, von hinten ist noch einer. Habe ich gar nicht gesehen. Habe ich jetzt die MP am Start? Nee, natürlich nicht. Habe ich jetzt natürlich dummerweise fallen lassen. Nee, habe ich noch. Aber warum tötet die nicht? Hallo? Nee. Ich will die Pistole nicht. MP ist gut. Dann muss ich hier rüber. Was kann ich da nehmen? Pistole wechseln. Pistole wechseln. Pistole wechseln. Und mal Pistole wechseln.
So, jetzt muss ich schnell überlegen, wie ich darüber komme. Das ist wahrscheinlich zu weit zu springen hier, oder? Muss ich da wahrscheinlich raus? Komm, zack, da raus. Darüber juckeln. Darüber juckeln. Ist da unten? Wir sind fast beim Ballsaal. Das ist der Ballsaal. Nef, die nageln mich fest! Du musst mir helfen! Ich komme, Sam. Sowas habe ich auch fest gerechnet, dass ich hier noch nicht fertig bin. Also der ist ja irgendwo im Ballsaal drin und wird angeschossen. Kann ich da an die Strippe und mich runterseilen lassen? Bestimmt, oder? Was ist das? Ah, das kann ich wegschieben, Gott. Komm her. Oh, gut. Na komm, zieh! Oder muss ich schieben? Zieh oder schieben mal zum Bein. Komm hoch! Ich will hoch! Was ist das denn nicht, mein Freund? Jetzt muss ich wieder kämpfen mit dem Knöchel. Aspetta. Oh! Ja, Käse. Die dürfen mich nicht sehen, die Jungs wahrscheinlich. Da sind zu viele. Wahrscheinlich muss ich die wirklich Stealth wegholen. Hab sonst keine Chance, die sehen mich sonst alle. Da sind zu viele. Ich muss da irgendwie hoch. Ich muss wahrscheinlich warten, bis die alle hier bei mir im Gras sind und mich gesucht haben, sonst bringt das nichts. Ich darf, muss das wahrscheinlich selbst machen. Kommst du zu mir, Kollege? Genau so muss ich. Die dürfen mich nicht sehen. Ich glaube, ich nehme mal über die dicke Pistole. Die macht ein bisschen mehr Schaden. Ja, jetzt muss ich warten, bis der in meine Nähe kommt. Also, jetzt war da oben ja noch einer, der mich vorher mit der MP getötet hat. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen Ruhe. Ich muss den Wagen jetzt da irgendwo hinschieben, nehme ich an. Von hier aus kann ich ihn nicht schieben, so. Oh, gut. Also muss ich den da bis da drüben hinschieben. Dann muss ich von da aus rüberspringen. So. Das war ein Headshot. Das war alles Headshots, mein Freund. Jetzt komme ich da nicht hoch wieder. Was ist das? Weiterschieben? Ja, wahrscheinlich. Komm hoch! So, und jetzt muss ich... Muss ich da wahrscheinlich hoch? Ist da noch ein Gegner irgendwo? Da ist Licht auf jeden Fall, ja. Jetzt muss ich... Ich muss jetzt zu Sam, also muss ich hier hin. Wo ist die Latüchter? Wie kann ich die benutzen? Wieso lässt er mich da nicht dran an die... Muss ich von das ganz oben machen etwa? So komme ich da nicht dran. Jetzt. Ja, super. Super Attacker. Cool Attacker. Nathan. Bleibst du? Wie geht's? Ich glaube, ich habe genug von dieser Option. Oh ja. Ich auch. Hey Jungs, Pam ist auf! Die Waffe zieht bescheiden. Das war das Dahl mit einer aus. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hinflitzen soll. So richtig. Ja, sonst kann ich nicht kämpfen. Hä? Jetzt stecke ich hier fest. In der Wand. Und nur, was kann ich jetzt machen? Nix. Ja, heilen kann ich mich ja nicht. Ich habe ja keinen Heal. Das heißt, ich darf ja keinen Schaden einstecken, heißt das mit meinem Bruder. Das heißt das.
der Pump zu weit schießen, Jungs. Ja, gut. Können die mit dem... Nathan, die sind nicht allein! Wir müssen hier raus, verdammt! Macht die Pump denn so weit, so Schaden auf so viele Kilometer hier? Ist lachhaft. Lachhaft. Aus dem Nichts hier einer, ganz toll. Wenn du keinen Leichenwagen fährst, beeil dich besser. Ey! Wieso kann ich nicht ballern? Du bist doch tot, mein Freund. Ich bin auch gleich tot, Mann. Im Verstecken? Wieso kann der noch unterschießen und ich nicht? Wieso kann der hier durchs Gitter schießen und ich nicht? Sullivan? Ich hab keine Waffe mehr. Tot. Ja, super. Es geht mir gerade tierisch auf die Nüsse. Kollege dahinter tot, aber der scheint nicht tot zu sein und der spawnt mit dem nächsten. Das war ins Gesicht, mein Freund. Das war im Bauch. Nöten für wenig. Jetzt erledigt hier. Nee, das ist noch so ein Knölch. Ich kann wieder nicht kämpfen, der ganz toll. Das ist so toll, das Spiel. Ich bin so auf den Sack, gib mir das hier. Jetzt, wo ich fast tot bin, jetzt kann ich wieder hauen. Also ganz toll. Wenn ich kämpfen soll, dann kann ich nicht. Guter Schuss. Aber weg hier. Mann, ist näher. Los, los! Festhalten! Fahren jetzt ein bisschen mehr Glück.
Dank. Fand ich jetzt ein bisschen arg merkwürdig. Der Kampf, aber egal. Gehört zum Spiel dazu. Gut, ich spiele es auf dem PC. Okay. Vielleicht muss ich... Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Leer. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hm? Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber... Wir haben also... ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach... Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Na gut, dann langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hm. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir? Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Wie findet Elena das alles eigentlich? Die weiß es nicht. Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nathan hat recht. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und... Ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm, super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Hey, ich bin's, ja. Empfang ist mies. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre... Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja. Mach ich. Okay. Ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe. Naja. Ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland... um diese Jahreszeit ganz toll sein. So, das ist ja wahrscheinlich die nächste Episode jetzt. Tja. Rafe will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Der sprengt alles kaputt. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja. Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Ach, naja. Wenn du keinen Aufzug für mich hast, passe ich lieber. Okay, dann bis später.
Hey, Nate. Ja. Also, bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? So, das Grab von Henry Avery, ich würde sagen, das mache ich in einer nächsten Episode. Sagt danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge.